Ja, vielen Dank, dass wir eingeladen worden sind, das Projekt Co3 Learn und unsere Arbeitsweise vorzustellen. Genau, mein Name ist Sophie Domann, das wurde eben schon eingangs erwähnt. Und bei der Diskussion sind hier noch dabei meine KollegInnen Anna Scarcella, Cornelis Carter und Juliana Arosemena. Wir sind bei Co3 Learn in unterschiedlichen inhaltlichen Bereichen und Positionen tätig. Und genau das Verbundprojekt und die Projektpartner sehen Sie hier, sind die Georg-August-Universität Göttingen, die Leibniz-Universität Hannover und die Technische Universität Braunschweig. Auf der Folie sehen Sie nochmal, wo wir verortet sind, und auch die Projektlaufzeit ist hier nochmal genannt. Wir arbeiten auch noch im Verbund zusammen mit dem Hochschulforum Digitalisierung und der GWDG für den Transfer und für die Tools unserer Ergebnisse als Ergebnisse. Wir wurden eben von der, oder wir sind von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre finanziert. Die erste Laufzeit war eben bis zum 31.07. diesen Jahres, und wir haben jetzt noch mal eine Verlängerung bis zum Ende des Jahres 25 erhalten. Und das macht es auch noch mal richtig gut, diese ersten Ergebnisse des agilen Arbeitens hier auch noch mal mit vorzustellen. Ganz kurz für die Rahmung, dass Sie ungefähr wissen, um welche Themen wir uns im Projekt auch drehen, damit Sie vielleicht auch ein paar Punkte unserer Zusammenarbeit auch noch mal nachvollziehen können. Dass das Ziel des Verbundes ist, eine digitale Toolbox für das gemeinsame Lernen und Lehren zu erarbeiten und zu entwickeln. Und dabei sind Tools gemeint, Softwares, aber auch digitale Lernumgebung für die Kommunikation, Kooperation und Kollaboration. Zusätzlich erstellen wir einen Hub mit Erfahrungsberichten und Anleitungen für die Community, die aus Lehrenden und eben Studierenden besteht, die sich für diese Themenbereiche interessieren. Mit all diesen unterschiedlichen Bereichen fördern wir eben die kollaborativen Prozesse und auch die digitalen Kompetenzen. Ich möchte Ihnen noch mal ein bisschen einen historischen Abriss eigentlich fast schon geben, wie wir bisher zusammengearbeitet haben. Und das ist so, dass wir durch die Finanzierung eine große Chance hatten, unser Können und unser Wissen auf der Ebene des agilen Projektmanagements auch weiterzuentwickeln. Hier die Projektstruktur anzupassen und damit eben einen breiten Erfahrungs- und Lernraum für alle Projektmitarbeitenden auf allen Ebenen einfach zu schaffen. Als ganzes Team der drei Standorte, wir sind insgesamt zwischen 12 und 15 Leute, je nachdem, wie man rechnet, sind wir relativ neu in dem agilen Arbeiten und im agilen Projektmanagement und konnten auch durch die Finanzierung und durch bestimmte Unterstützung über Coaching und Begleitung darauf zurückgreifen und gemeinsam eben auch unsere Strukturen darin aufbauen und anpassen. Der Projektstart im Herbst 2021 lag eben genau zwischen oder während Corona-Lockdowns. Wir durften nicht auf Dienstreise fahren und uns gegenseitig wirklich in Präsenz auch kennenlernen. Das ging erst im Frühjahr 2022 wieder. Dabei haben wir dann eben die agilen Veranstaltungen und unterschiedlichen Meetings eben in Präsenz und vorher eben online umgesetzt. Dafür haben wir so ein digitales Büro etabliert, wie Sie das auf dem Screenshot hier sehen, und arbeiten dort eben in verschiedenen Teamformaten zusammen, und das nutzen wir jetzt auch noch weiterhin. Das ist in der Oberfläche Gaza Town. Auf dem Screenshot sind jetzt auch Anna, Juliana und ich zu sehen, wie wir hier eben diese Runde vorbereiten. In der ersten Förderperiode haben wir uns eben auf die Vorteile und gewinnbringenden Veranstaltungsformate nach Scrum fokussiert und dort eben auch natürlich jetzt zum Ende, zum Sommer hin auf das mögliche Projektende. Und jetzt arbeiten wir einfach immer noch mit den Strukturen und mit den Punkten weiter, die wir als gewinnbringend eruiert haben. Zum Themenspektrum der Diskussion. Hier wollen wir aus den Herausforderungen und Chancen das Erleben und auch die Gemeinsamkeit der Erfahrung vom agilen und standortübergreifenden Arbeiten in diesem Verbundprojekt aus den drei unterschiedlichen Perspektiven hier berichten. Und diese Positionen sind einmal durch die Projektleitung oder Product Owner von Cornelis Carter präsentiert. Studentische Hilfskraft ist Juliana Arosemena, und aus dem Entwicklungsteam berichten Anna Scarcella und ich. Diese drei Bereiche sind eben zuerst diese Teamebene, dann das agile Arbeiten innerhalb der Hochschulstrukturen und dann auf Landesebene in verschiedenen Netzwerken.
Zu Beginn wurde schon angedeutet, dass wir auch den Chat im Blick behalten und wir werden auch danach noch am Netzwerktisch bereitstehen. Vor einer halben Stunde war der rechts oben in der dritten Reihe. Das kann sich, glaube ich, noch mal ändern. Genau, das erste Thema, zu dem wir unsere Erfahrungen berichten wollen, ist eben das agile Arbeiten im Team. Und in unserem Entwicklungsteam arbeiten wir eben einerseits mit flachen Hierarchien und gleichzeitig bewegen wir uns eben in den hierarchischen Strukturen unserer eigenen Hochschulen. Selbstorganisiert verteilen und verteilten wir unsere Aufgaben und haben damit eben auch gelernt und uns gemeinsam entwickelt. Für die tägliche Zusammenarbeit verwenden wir unterschiedliche digitale Tools, treffen uns aber auch gleichzeitig und regelmäßig in Präsenz. Wir haben es so ein bisschen moderiert und würde ich jetzt erstmal gern Cornelis bitten, wie du das aus der Sicht der Projektleitung siehst, ja, wie wir zusammenarbeiten. Genau, erstmal hallo, genau, Cornelis Kater, der Leibniz-Uni Hannover. Ich bin einer von drei Projektleitungen oder eben auch POs, also Product Owner. Das ist eine Rolle in Scrum, neben anderen, die wir definiert haben, um entsprechend die Ziele der Produkte zu beschreiben und das Projekt zu leiten. Vielleicht bin ich ein bisschen die Person, die am ehesten mit Spannung zu tun hat im Projekt, weil ich einfach sehr viele Rollen letztlich vereine. Die reine Lehre von Scrum sagt ja, dass es effektiv einen Produkt-Owner gibt für ein Produkt, der die Anforderungen definiert, der wiederum auch nicht in anderen Projekten oder anderen Produkten beteiligt ist, also auch mit vollem Fokus dieses Produkt im Blick hat. Man merkt schon, dass es schwierig, wenn man ganz nebenbei noch eine Abteilung leitet, ganz nebenbei noch weitere Projekte leitet, die auch nicht naturgemäß nach Scrum aufgestellt sind und noch viele andere Dinge nebenbei macht, sodass sich da durchaus Spannungsverhältnisse ergeben, wo der Produktowner in mir von dem Projektleiter und Projektverantwortlichen, Abteilungsleiter in mir Dinge verlangt, die jeweils die gleiche andere Rolle in mir, also innerhalb mir selber, nicht passen. Man wird also ein bisschen schizophren und muss damit erstmal lernen, umzugehen. Was wir auch gemacht haben, wo es interessant geworden ist, dass wir eben als drei Standorte auch bewusst drei Produktowner benannt haben. Auch das ist nichts, was die reine Lehre darstellt. Natürlich ist es wichtig, dass die verschiedenen Standortperspektiven zusammengebracht werden können. Wir werden das später noch genauer sehen, was das auch wird, was die Vorteile davon sind und wo das nicht einfach ist. Es zeigt sich aber, dass es einfach umfangreiche Abstimmungsarbeit braucht, dass quasi auch dieser vom Prozess her vorgesehene eine Produktowner drei Personen sind. Also auch das ist in sich wieder irgendwie nicht schizophren, sondern das Gegenteil von schizophren irgendwie. Also das ist schwierig und letztlich ist es da oft zum Rollenclash gekommen. Was aber auch vielleicht ein ganz gesunder Prozess ist, mal zu merken, wo eigentlich unsere Strukturen und Hochschulen doch ja auch durchaus überladen sind. Ne? Also wir haben alle viel zu viele Rollen und das ist durchaus etwas, was wir oft viel zu viel auch einfach akzeptieren und so leben. Und ich glaube, das Projekt Co3Learn hat das auch einfach mal sichtbar gemacht für uns, wo möglicherweise mit Modellen aus der Wirtschaft, die dort erprobt sind, wenn man sich ja auch konsequent einführt und einsetzt, was genau unser Startpunkt war, es einfach auch zu Problemen kommt, die wir sichtbar mal gemacht haben. Auch das Thema der Präsenztreffen war nicht einfach aus der Rolle Produktowner oder Projektleiter, weil ich in der Form nicht mitarbeiten konnte, wie das Team zusammengearbeitet hat. Wir haben ja sowohl in Gathertown durchaus eine zeitlich umfangreiche Zusammenarbeit, gemeinsames Zusammensein etabliert und das später eben auch fortgeführt in Präsenz. Ich habe versucht und auch meine Produktowner-Kollegen haben versucht, dabei zu sein. Das geht aber eben nur sehr beschränkt, sodass auch da eben nicht das gelebt werden kann, was wir uns vorstellen. Das ist so ein bisschen erstmal die spannungsgeladene Sicht als Einstieg. Wir werden aber noch merken, dass das nicht das Ergebnis des Projektes ist. Ich würde einfach vielleicht weitergeben und erstmal so ein bisschen einsammeln, was unsere Perspektiven sind. Ja, hallo auch, genau, hallo auch von mir. Danke. Genau, ich würde gerne an einem Punkt anknüpfen, den Cornelis gerade genannt hat, nämlich diesen Rollenclash, den er wahrgenommen hat. Das hat sich natürlich auch unmittelbar auf das Team oder auf die Mitarbeitenden im Entwicklungsteam, also die letztlich an der Umsetzung der Aufgaben arbeiten, ja, ausgewirkt oder eben da auch wiedergespiegelt in der Form, dass wir oder dass dadurch natürlich manchmal auch die Frage entstanden ist, an welchen Stellen können wir als Entwicklungsteam jetzt tatsächlich eigenverantwortlich entscheiden, eigenverantwortlich handeln, an welcher Stelle agiert ein Product Owner und an welchen Stellen agiert
dann eben die Leitung. Also das so als Herausforderung, wenn diese Rollen in einer Person genau vereint sind. Gleichzeitig ist es liegt großes Potenzial in dieser Art und Weise der Zusammenarbeit, auch auf Teamebene, wenn jetzt tatsächlich das mit dem agilen Mindset an die Bearbeitung von Aufgaben herangegangen wird und die Werte tatsächlich gelebt werden, dann ermöglicht das natürlich innerhalb des Entwicklungsteams oder des Gesamtteams ein Vertrauen in die Bearbeitung der anderen, dass jede Person eben das Bestmögliche getan hat für die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben, was dann wieder die intrinsische Motivation fördern kann. Und bezogen auf den Verbund ist es so, dass die Arbeit im Verbund natürlich ermöglicht, ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven nochmal geprägt von den jeweiligen Standorten in das gemeinsame Lösen einer Aufgabe, die ja eben auch hochschulübergreifend existiert und nicht an einzelne Hochschulen gebunden ist, zu lösen. Und genau, nochmal bezogen auf die Arbeit in Präsenz und im digitalen Raum, ist aus meiner Perspektive ganz wichtig gewesen, dass wir uns dieses virtuelle Büro geschaffen haben, dass wir uns Wege geschaffen haben, die Distanz möglichst zu überbrücken, um dieses Erleben von Gemeinsamkeit als ein großes Team und eben nicht drei Standortteams überhaupt gewährleisten zu können und eben ja, nicht ganz einfach mal an der Bürotür zu klopfen, aber eben am virtuellen Schreibtisch der anderen Mitarbeitenden vorbeizugehen und eben auf kurzem Wege auch einfach mal Dinge zu besprechen. Und gleichzeitig braucht es für die standortübergreifende Zusammenarbeit eben auch verschiedene Prozesse, Abläufe und Strukturen, um die Kommunikation zu gestalten, um eben auch Wissensmanagement sinnstiftend oder Wissensmanagement überhaupt zum Funktionieren zu bringen und genau gemeinsam arbeiten zu können. Ja, und aus der Perspektive von der studentischen Hilfskraft, also viele von diesen Stichwörtern, die vielleicht in den Makroklimas auftauchen, die teile ich auch auf meinem kleineren Klima. Als zum Gegenbeispiel, ich habe vor diesem Job noch im Einzelhandel gearbeitet und das ist eine Struktur, also eine Arbeit, die extrem strukturiert ist, extrem hierarchisch ist und voll Präsenz ist. Und ich merke die Qualität von agiles Arbeiten genau durch diesen Vergleich. Ich bin im Projekt nicht einfach also auf so einer Assistenzebene. Ich bin nicht die 450 Basisjob, sondern ich bin auch ein vollständiges Mitglied vom Team, weil wir haben zwar Strukturen durch die Tools und unsere Meetings und alles, aber wir haben auch eine flache Hierarchie und wie Anna eben meinte, das gibt auch eine Eigenverantwortung. Ich habe das Gefühl, dass die Aufgaben, die ich ausführe für das Team, für das Projekt, wirklich wertgeschätzt werden. Wenn mir ein Thema delegiert wird, dann werde ich auch so behandelt, als wäre ich Expertin in dem Thema und alle hören zu und es gibt gutes Feedback und man merkt wirklich, okay, das, was ich tue, ist nicht nur wichtig, sondern wird wertgeschätzt. Ich bin auf Augenhöhe mit dem gesamten Team und das motiviert einfach einem von innen aus noch weiter was zu machen, mehr Neugierde und vielleicht sich mehr zu engagieren, zu sagen, das klingt wie vielleicht ein Job, was eine höhere Person machen könnte, aber weil ich eben auf dieser gleichen Ebene gestellt werde, kann ich mich auch dazu trauen zu sagen, darf ich mal das ausprobieren und diese Aufgabe wird mir auch wirklich vollständig vertraut mit wirklich genuiner Vertrautheit und auch Flexibilität natürlich als Studierende. Das Homeoffice, die Präsenz, das ist extrem flexibel und erlaubt mir auch viel,
mit der Uni auch klarzukommen, wo vielleicht andere Strukturen mir genau sagen würden, du musst hier von dann bis dann sein. Und dann musst du gucken, wie du das eben balancierst. Und dementsprechend ist das ein super interessantes Modell, was man sich auch wünschen würde, dass es mehr davon gäbe, weil es auch mir als Person, die neu in diese Arbeitswelt kommt, viel mehr Vertrauen für mich selber gibt und ich möchte mich mehr zutrauen, mich mehr engagieren. Ich glaube, du bist gemutet, Sophie. Ja, vielen Dank erstmal schon für die erste Runde der unterschiedlichen Perspektiven. Jetzt sehe ich Conny es gerade nicht, aber das ist genau dieser Mikrokosmos, in dem wir uns sozusagen befinden, wenn wir über das Team reden und da sehr viel positives Feedback einfach mitnehmen, wie wir zusammenarbeiten und wie wir uns strukturieren. Die nächste Ebene ist dann ja, wie wir in die unterschiedlichen Hochschulen eingebunden sind, in die unterschiedlichen Hochschulkontexte und ja, da nicht mehr so im luftleeren Raum und sehr selbstorganisiert und strukturiert zu arbeiten. Also da ist ja ein ganz anderer Aktionsradius dann dabei. Genau, ich kann nochmal anknüpfen, das vorherige, zumindest eine Sache, die, glaube ich, ganz tolles Learning war für mich, dass ich gelernt habe, Rollen zu benennen und das eben auch in vielen anderen Kontexten noch viel mehr mache als schon bisher. Und die Rolle, die ich eben auch mit einbringe als Nicht-PO, ist ja durchaus eben auch die Rolle der Leitung zu haben und das Projekt beschützen zu können. Auch wenn die Strukturen der Hochschulen sehr verschieden sind, das ist eben auch ein Lerneffekt, mal zu merken, wie verschieden die Strukturen sind und ein bisschen zu reflektieren, müssen die das eigentlich sein. Das sind dann auch wieder Dinge, die ich mitnehmen kann in der Rolle Leitung nach dem Motto, wir haben Erfahrung in diesem Projekt gemacht, wir könnten das auch hier in der Hochschule insgesamt anders lösen. Bitte. Und das klappt natürlich manchmal. Manchmal ist es ein zartes Pflänzchen und manchmal klappt es auch nicht. Aber genau diese Rolle als Beschützer des Projektes ist eben eine wichtige Rolle und auch etwas, was ja, aus der Herausforderung entstanden ist, die Projektstrukturen von Unistrukturen teilweise zu beschützen, teilweise einen Raum zu schaffen, der, wenn man so will, eine Abstraktion ist, um auch Projektprozesse zu schaffen, die sich vielleicht für einen Moment auch nicht mit den Hochschulstrukturen befassen müssen. Das ist natürlich nur ein Moment, bis es dann doch wieder zur Konkretisierung kommt. Aber grundsätzlich, ich glaube, da ist ein großer Lerneffekt drin, den wir auch übertragen wollen auf andere Projekte und vor allem auf Folgeprojekte, dass wir sowohl die Freiräume schaffen, aber eben auch die Hochschulen näher zusammenrücken in dem Guten, was sie ja durchaus haben oder entwickeln können. Ja, Ja. dann genau. Dann würde ich auf dem Bereich nochmal aus Teamsicht Bezug nehmen. Also die Einbindung in bürokratische Strukturen. Wir haben als Verbund, dadurch, dass wir an unterschiedlichen Standorten unterschiedliche Strukturen haben, schon auch die Herausforderung gehabt, immer mal wieder zu festzustellen. Also man denkt, man hat gerade einen Prozess verstanden und dann ist es aber an der anderen, läuft es eben am anderen Standort doch wieder noch mal ein bisschen anders. Genau, und da das sind Dinge, die wir, auf die wir in unserer Zusammenarbeit immer wieder gestoßen sind. Gleichzeitig ist es so, oder konnten wir dadurch, dass wir im Verbund gearbeitet haben, auch Potenziale oder Vorteile daraus ziehen, indem wir bürokratische Angelegenheiten, wo sinnvoll, aufgeteilt haben. Das heißt also beispielsweise bei Veranstaltungen, die eine Veranstaltung wird durch den einen Standort und die andere Veranstaltung durch den anderen Standort organisiert oder aber eben auch Prozesse an einem Standort zu durchlaufen, sodass sie an anderen Standorten nicht notwendigerweise nochmal durchlaufen werden mussten. Beispielsweise bezogen auf die Lizenzierung von Tools für Testphasen, sodass wir unter diesem Mantel der Testphase tatsächlich mit der GWDG angesiedelt am Standort Göttingen eine Vorprüfung durchführen konnten und über diese Vorprüfung dann auch Lehrenden und Studierenden unserer anderen Standorte ermöglichen konnten, die Tools zu nutzen und so den Prozess dafür einfach zu
zu verschlanken. Bezogen auf oder im Kontext der Agilität ist eine Herausforderung aus meiner Perspektive gewesen, kurzweilige agile Zyklen in Einklang mit eher langwierigen bürokratischen Prozessen an Hochschulen in Einklang zu bringen. Das heißt, also die Potenziale der schnellen Reaktionsfähigkeit oder schnell auf bestimmte Bedarfe reagieren zu können, ist unter Umständen eingeschränkt möglich. Also für eine Veranstaltung noch mal kurz GästInnen einzuladen, ist dann nicht ganz so im Rahmen des agilen oder bei den agilen Zyklen umsetzbar, sondern braucht eben bestimmte Prozesse, die einfach vorgegeben sind. Und genau, das waren so Herausforderungen, die ihr und ich wahrgenommen habe auf EntwicklerInnen-Ebene. Ja, und natürlich als vielleicht SHK-Ebene ist das weniger sichtbar, die Bürokratie, die im Hintergrund stattfindet. Ich denke vielleicht aber, das ist ein interessanter Punkt an sich, zu sagen, okay, integriert man, also möchte man als SHK in sowas integriert werden, was würde das bringen, könnten wir davon profitieren, wenn auch unsere Perspektive in der bürokratischen Ebene reinkäme. Was ich auf jeden Fall merke, ist genau durch diese Schwierigkeiten, die du gerade benannt hast, also wenn wir merken, wir wollen was schnell erledigen und das klappt einfach nicht so schnell, wenn es einfach unser kleine Bubble verlässt, unser kleine Mikroklima verlässt, man merkt trotzdem auf jeden Fall, wenn diese Strukturen die Vorgesetzten vielleicht entweder blühen lassen oder vielleicht ein bisschen hinterherziehen. Und für mich ist auf jeden Fall interessant, mich zu fragen, ob mich das motivieren würde, ob mir das was bringen würde. Ich denke, in erster Stelle ist Transparenz sehr wichtig. Ich finde, Transparenz kann dann auch vielleicht Neugierde fördern und dann auch Engagement fördern. Und man kann dann denken, okay, vielleicht schaffen wir doch was zu ändern. Etwas von unserer kleinen Insel dann auf die größere Struktur bringen. Und das sind interessante Fragen, die mir vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung für die weitere Zukunft in solchen Institutionen gibt. Das war schon eine sehr gute Überleitung für die nächste These, weil wir da auch nochmal jetzt kurz in den letzten Minuten auf die Arbeit in Netzwerken eingehen wollen, wie dort unsere Themen oder die Themen des Projektes und die Ideen und auch ja, das Projektmanagement dort wirken und wie wir da vertreten sind. Genau, Cornelis, vielleicht kannst du kurz nochmal deine Sichtweise mit einbringen. Genau, ich kann die kurz einbringen, weil dies fast so ein Vorabfazit ist oder so ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist. Denn letztlich werden wir als Hochschulen nur Netzwerken die Herausforderungen bewältigen können, die vor uns liegen. Nicht alle vielleicht, aber doch viele werden eben nur so funktionieren. Und dazu brauchen wir eben genau dieses Zusammenhalten von verschiedenen Stärken. Und das Lernen voneinander und das Verteilen von Aufgaben auf mehrere Schultern, aber nicht mehr mit dem Silo-Denken. Wir haben das in vielen Projekten gesehen, in diesem ganz besonders, dass es sich lohnt, gemeinschaftlich zu agieren, gemeinschaftlich Angebote aufzubauen und manchmal auch gemeinschaftlich dann in der Politik und Struktur zu drücken. Das ist wieder die Rolle als PO, dass ich eben entsprechend wirke. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und wir machen genau diese Projekte und sind auch deswegen auf solchen Veranstaltungen wie diesen, um das zu lernen, uns gegenseitig beizubringen. Ich glaube, dass da gerade ganz, ganz viel passiert und viele Dinge sind auch schon gestartet. Das wird verstanden. Und diese Lerneffekte können wir einfach mitnehmen. Das agile Arbeiten selber nach Scrum, vielleicht das, um es noch einmal zu benennen, haben wir ja im Laufe des Projektes adaptiert. Wir sind nicht mehr nach rein Scrum aufgestellt, sondern haben das für uns angepasst, um auch die Rolle als BO entsprechend anzupassen und auch ein paar andere Aspekte, für die jetzt keine Zeit ist. Also wir haben da auch gelernt, wir haben diesen frischen Startpunkt genommen und adaptiert und sind, glaube ich, jetzt mit einem ziemlich guten Set unterwegs an Skills, die wir in weitere Projekte einbringen, wie schon gesagt. Ich würde noch mal kurz auch dieses Vernetzen auf Ebene der Projektmanagement-Methode auch noch mal ergänzen, weil ja auch in den verschiedenen Weiterbildungen diese Sichtweisen, wie Projekte an Hochschulen laufen, einfach immer wieder auch für große Diskussionen sorgen. Und wir hier jetzt einfach auch die Bühne haben, darüber noch mal zu diskutieren und uns auszutauschen. Das finde ich total wertvoll und hat einen großen Lerneffekt, glaube ich, auch für andere Projekte und andere Verbünde. Juliana, du hast nochmal die Möglichkeit, jetzt
deine Sichtweise zu sagen. Ja, super wichtige Stichworte, Netzwerken und vielfältigen, also vervielfältigen. Ich denke, Universitäten sind auf irgendeine Art und Weise gewisse Bubbles und diese Bubbles sind auch auf eine gewisse Art und Weise auch homogen. Und durch unsere Arbeit im Verbund kommt eine sehr schöne Vielfalt in das Team rein, durch der ich in Kontakt mit verschiedenen Hintergründen komme, einfach andere Studiengänge, die bei uns nicht gibt und umgekehrt. Und es verbreitet das Horizont und es ist, es wird nahtloser, die Arbeit zwischen die verschiedenen Standorten, wenn dann man sein eigener Hintergrund dann teilt und die andere Person das wahrnimmt und dann wird man dann als SAK von Braunschweig vielleicht von denen aus Göttingen genommen gesagt, du kennst dich besser damit aus, kannst du uns helfen und ja, diese Vielfalt, diese Interdisziplinarität, die wir dadurch schaffen, ist super wertvoll und man kann auch mit den anderen SAKs reden und man erstellt einfach Konzepte von anderen Strukturen, die funktionieren, die man sich auch wünschen könnte. Und man sagt, hey, das finde ich cool, dass sie das da machen, das würde ich auch gerne machen. Und dementsprechend ist dieser Faktor sehr, sehr, sehr speziell. Ja. Die Zeit rennt und wir haben für euch 4 Empfehlungen und für Sie, die, glaube ich, sehr klar geworden sind. Wir müssen neue Strukturen, neue Kulturen einüben und die Ressourcen dafür bereitstellen. Die Freiräume gehen mit Projektstrukturen. Hier auch nochmal vielen Dank an die Stiel-Stiftung, die uns erlaubt hat, das zu tun. Das tut sie auch an vielen anderen Stellen. Die externe Unterstützung und Begleitung ist wichtig und hilfreich. Wir haben ja uns hier Coaching geholt. Wir haben uns hier auch Schulung geholt. Wir haben uns viel Input geholt und viel gelernt. Anpassungsfähigkeiten, Fehlerfreundlichkeit müssen dabei sein, auch zu verstehen, das geht einfach vielleicht nicht in der Hochschule oder es geht nicht mit diesem Prozess, also machen wir es anders, führt auch zum Lernen von guten Tricks und ja, irgendwelchen neuen Möglichkeiten, die wir dann entsprechend mitnehmen können. Da passen wir uns an und der Transfer in die Hochschulorganisation als Ganzes und auch in das Netzwerk hochschulübergreifend aus dem Experimentierraum Co3Learn für agile Verbundenheit ist ganz, ganz wichtig. Wir lernen hier, wir geben hier weiter und stellen uns frisch und neu als Hochschulen auf. Ich glaube, das sind auch teilweise Dinge, die Sie auch gelernt haben in ähnlichen Projekten. Und vielleicht haben Sie auch noch Impulse, die wir Ihnen mitgeben können, hier gehört. Damit ja, genau. Kommen wir schon zum Ende. Die Zeit ist knapp, leider. Genau, die Folie würde ich überspringen. Wir haben die Folien für Sie zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie können dann, wenn Sie möchten, auch noch mal im Nachgang drauf schauen. Und genau, da bleibt uns eigentlich nur nochmal uns zu bedanken, dass wir hier sein durften, unsere unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Agilität und Verbundarbeit ja, vorstellen durften und dass Sie ja hier bei uns waren und uns zugehört haben. Wir sind jetzt gleich noch am Netzwerktisch ansprechbar und würden uns freuen, da weiter mit Ihnen über das Thema zu diskutieren, weil andere Hochschulen natürlich auch wiederum andere Voraussetzungen, andere Rahmenbedingungen mitbringen, auch agil zu arbeiten. Und deswegen würden wir uns über einen Austausch am Netzwerktisch sehr freuen. Vielen Dank.